Verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Helden mit eurem Let's Play Retro und... DSD Steve, und du hast vergessen zu sagen, mit dem besten Makerspiel aller Zeiten. Es ist nicht das beste Makerspiel aller Zeiten. Und es ist auch nicht das trashigste Makerspiel aller Zeiten. Es ist irgendwo... Naja, es ist hinter Letzte Schlacht der Elfen. Aber vor Alte Macht. Ganz knapp. Noch. Ich habe so das Gefühl, als würde Alte Macht im langen Spiel dann irgendwie doch noch gewinnen. Aber da müssen wir dann mal schauen, da werden wir auch vor allem sehen, wenn wir da Feuer um Mitternacht in der Eroberung gespielt haben. Ja, genau. Ich habe versucht, offscreen ein bisschen zu grinden, das hat natürlich nicht funktioniert, weil die Gegner nicht respawnen. Ich bin trotzdem irgendwie ein Level gestiegen und ich habe mir hier neues Zeug gekauft, eine Silberklaue, Armschutzpolster, eine Uniform, einen Halbhut und hier einen Weihstock und einen Mönchshut und das war es eigentlich auch schon wieder. Das hat trotzdem eine ganze Menge Euro gekostet und... Ich will jetzt eigentlich noch mal ein bisschen onscreen einkaufen, bevor wir überhaupt noch mal irgendwie Zeug machen. Bei dem hier kann ich verkaufen und dann... Weißt du, die Frage ist, was von dem ganzen Quatsch brauchen wir überhaupt irgendwie? Warum habe ich eigentlich damals 5 Augentropfen gekauft? Die behältst du natürlich noch. Fleischkeule behalte ich. Antiserum kann man mal 2 verkaufen. Das ist sowieso viel zu wenig. So. So, das... Hey, das behältst du alles. Du kannst nicht, genau, das kannst du jetzt noch verkaufen. Oder dein altes Equipment kannst du verkaufen. Den Rest behältst du. Was behält? Schwebetrank, Fragezeichen, Fragezeichen, was kann der denn wohl? 200 Euro? Eisenschwert. Wurde in einer Hölle gefunden. 50 Nein. Euro. Nein. Nur Eisenschwert kannst du noch wegmachen. Hebt Stimmbruch, halt 5 Euro. Das Eisenschwert brauchen wir noch für den unbekannten Charakter, der eines Tages noch in unser Achso, Team... Achso, stimmt, der kann ja... Lederhandschuhe sind ziemlich gut. So, was behältst du? Elbenbogen. Immer noch bei. So, inklusive Schlafpfeile. Für wen werden wir das eines Tages brauchen? So, behalten. Fell kann weg. Echt kuschelig. Bist du dir sicher? Ja, die können weg. Genau, Felle und Schuppen, die können weg. Genau. Das sind reine Verkaufsgüter. Es wäre nett, wenn das Spiel das irgendwie noch kennzeichnen würde, aber na gut, das Spiel ist aus dem Jahr 2003. Da hätte man das auch schon kennzeichnen können. Da haben Spiele das noch nicht getan, Steve. Natürlich haben das Spiel schon getan. Blaue Blume. Might and Magic hat das 1999 getan. Ja. Und dabei Helden schon seit Jahren draußen. In der Vergangenheit. Wenn die Zeit zurückgerechnet wird, so wie es in den Jahren vor Christus war. Ja. So. So, dann kaufen wir einfach nochmal hier. Was? Warum willst du davon ganz viel kaufen? Das ist doch Quatsch. Hey, entschuldige. Jetzt geh mich mal nicht so an, Steve. Doch, hier, das steigert deine Aggressivität um 5. Genau. Hier, da, Paprikaschoten, die brauchst du. Guck mal, wie viel der ganze Quatsch kostet. Guck mal, wie wenig Geld wir haben. Logisch kaufe ich jetzt 5 Stück davon. Nein, warte doch mal ganz kurz. Gibt's nicht hier irgendwo wieder Gegenstände, dass beides gleichzeitig heilt? Wie du sehen kannst, nicht, nein. Gibt's noch einen anderen Laden, wo wir einkaufen können? Nein, pass auf, es gibt dieses Ding hier, ja. Bei dem hinten kannst du verkaufen und hier hast du diese ganzen unnützen Dinge. Und dann hast du hier draußen hast du noch einen Shop für Waffen und einen für Rüstungen. Gut, dann kannst du davon ein paar kaufen. Dankeschön, Steve. Und zwar 2 Stück, damit wir 7 haben. Ich mag nämlich 7. Ist in Ordnung, dann ziehst du wenigstens konsequent durch, weil ich ja besser daran erinnere. Dass wir immer mit Primzahlen arbeiten? Das können wir gerne tun, wenn wir mit Primzahlen arbeiten. Ich hoffe, du kennst dich damit aus. Ja, kenne ich. Sehr gut. 5 ist eine Primzahl. Okay. Das ist das Schöne an der Sache. Das bedeutet also, man kann auch immer... Man kann aber nur 5 nehmen und nicht in 5er Schritten. Genau, man kann nur 5 nehmen, aber nicht... Genau, ich gehe auf jeden Fall nochmal abspeichern, einfach weil ich ja jetzt Zeug gekauft habe. Vielleicht für diejenigen, die jetzt nicht wissen, was eine Primzahl ist. Eine Primzahl ist eine Zahl, die nur durch 1 und durch sich selbst ganz teilbar ist. Was auf jeden Fall nervig ist, es gibt scheinbar nichts zu kaufen, womit wir unsere MP wieder auffrischen können. Ja, das habe ich mir auch schon gedacht. Aber naja, gut, das ist eben heldenhaftes Balancing, ne? Das ist einfach so gutes Game Design. Ich, wirklich, also... Auch dass man hier nicht übernachten kann, es kein Inn gibt, ist wirklich großartig. Genau, ich habe auf jeden Fall noch ein paar Sachen gefunden. Für die eine Sache gehe ich nochmal raus. Genau. Und das Schuhgelände hast du gesagt, wir kommen aufs Schuhgelände. Das war eine von den Sachen, von denen ich gesprochen habe. Du Spoiler-Arsch. Achso. Ja, danke, dass du hier den ganzen Part... Jetzt werden die Leute einfach auf Beenden klicken. Jetzt drücken sie einfach oben auf X, ja. Und der Part ist dann einfach vorbei, weil sie wissen ja sowieso, was sie in dem Part machen. Genau. Super. Wirklich, ja, danke schön. Bitte, kein Problem, ja? Mach ich gerne. Was ist das denn? Ja, was ist das denn wohl? Damit haben wir doch schon mal interagiert. Das war sogar onscreen im letzten Part. Was war denn das? Es verschwand hinter dem Felsen da. Möglicherweise ist jetzt vielleicht ein Eingang zu einer Höhle dort. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Wahrscheinlich ja. Also bitte, Steve, als ob man mit einem Event interagieren müsste, um ein anderes Event auszulösen, doch nicht den Helden.
So, wir können ja mal da oben schauen, ne? Hier geht's nicht weiter! Hier geht's nicht weiter! Woo! Teleport! Wo bin ich hier? Woo! Der Boden hat überall das gleiche Muster. Wirklich seltsam. Woo! Wirklich, das war die Höhle, die ich mal von X-Parts erwähnt habe. Sieht irgendwie leblos aus. Ja, gucken wir nochmal, was hier drin ist. Sieht nicht verschlossen aus. Dann öffne es. Das sind alte, lauter Münzen. Die sind ganz laut, diese Münzen. Ganz laut. Da sind alte, lauter Münzen drin. Wozu ich die brauche, weiß ich nicht. Aber diese Waffe kann ich sicher brauchen. Ah, welche Waffe? Danke, dass du uns das sagst, Spiel. Eine Wolfsklaue. Strong. So, und dann haben wir noch irgendwas anderes. Was war? Lederhandschuhe. Aber, magische Rolle. Wobei, bei ihm wollen wir eigentlich Geisteskraft hochhaben. Ja, genau. Wie viele Münzen haben wir denn bekommen? Das ist eine äußerst gute Frage. Manchmal frage ich mich eigentlich, ob die Zuschauer denn glauben, dass wir uns wirklich so hassen, wie wir immer tun in dem Part. Ich hasse dich wirklich so sehr. Wenn nicht sogar noch viel, viel mehr. Aha. Wo siehst du? Immer zweimal mehr als du. Das geht nicht, weil ich hasse dich unendlich oft, öfter, als du mich hassen kannst. Ja, aber ich hasse dich. Zweimal unendlich öfter? Nein. Zweimal unendlich ist immer noch unendlich. Na und? 9 Stück haben wir. Ich hasse dich halt unendlich plus 1. Dann hasse ich dich endlich plus 1 plus 1. Ja. Wir können das gerne fortsetzen. Wir können das gerne so lange fortsetzen, bis der Part vorbei ist, aber... Ja. Ich weiß nicht, was du davon hast. Oh, wollen wir jetzt auf ein gewisses Schulgelände gehen? Ah, Steve! Hör auf, die ganze Spannung kaputt zu machen. Ich muss erstmal nochmal abspeichern. Treffen wir da jetzt Piccolo? Guck mal, ich habe gerade wieder einen Begehbarkeitsfehler gefunden. Guck mal, wir können hier drüber gehen. Warum können wir auch drüber gehen? Warum können wir da drüber gehen? Scheiße. Wahrscheinlich, pass auf, es war so, sie hatte hier die Begehbarkeit und hier raus. Und dann hat sie plötzlich gemerkt, dass man da nicht mehr durchgehen kann. Wetten, genau das war's. Ja. Wenigstens das wurde gefixt, ja, noch bevor das Spiel erschienen ist. Wenigstens das, ja. Also wirklich, Calvin hat schon sehr gute Beta-Testarbeit hier geleistet in dem Spiel. So, jetzt kommen wir plötzlich hin, warum auch immer. Ich bin ehrlich gesagt verwirrt, also ich habe keine Ahnung, an welcher Stelle im Spiel wir hier gerade genau sind. Das sind wohl Schularbeiten, yay! Oh man, wie ich das liebe! 48 Euro, warum so eine unrunde Summe? Wer verliert denn 48 Euro? Nein, das war das Kopiergeld. Ja, 48 Cent dann eben. Nein, jeder musste schon 12 Euro hier abgeben, Kopiergeld. Ah ja, verstehe schon für das ganze Jahr, alles klar. Oh, gibt es einen Speicherstein? Komisch. Okay. Ein Buchregal. Das habe ich auch noch nie gehört. Die Einzahl von Bücherregal ist Buchregal. Stimmt allerdings, oder? Oh mein. Für wenn ihr das... Aber jetzt ist es anders von mir, weil ich dachte, verdammt, wie schreibe ich nur Bücherregal? Okay. Ein Regal, um Bücher reinzustellen, vermute ich. Ja. Das soll da schon zu finden sein. Sind da nicht irgendwie immer die geheimen Schalter und die größten Schätze der Welt? Hey, hier liegt was zwischen den Büchern. Das finde ich auch schön. Damit man bloß nicht auf die Idee kommt, mit diesem Regal zu interagieren. Ja. Und hier, was sind eigentlich diese komischen Dinger, die hier immer rumliegen? Kannst du mir das sagen? Nein. Also ist, wenn ich es wüsste, würde ich es dir nicht sagen, weil ich dich hasse. Hübsche Vase, da liegt etwas drin, scheint ein Schlüssel zu sein, könnte nützlich sein. In der Zukunft. Na sieh an, was versteckt sich denn hier? Wow, ein Geldbeutel. 100 Euro. Wuhu, wir sind reich. Ey, vor allem, wenn ich auch so durch die Wirklichkeit laufen könnte und irgendwie andauernd 100 Euro finden würde. Aber ich stell mir gerade vor, weißt du, wie in ein Geschäft geht? Eine Kasse. Geil, 500 Euro. Dieses Gesicht habe ich schon irgendwo gesehen. Denn er kennt sein eigenes Spiegelbild nicht. Affen erkennen ihr Spiegelbild auch nicht, ne? Ja. Nur wir Menschen können das. Und irgendwelche anderen Tiere. Was ist das Klo? Hier gibt's kein Klo. Naja, nicht besonders originell. Was, diese Karikatur? Hier stehen Bloss-Zahlen. Irgendwie Zahlen in irgendeiner komischen Reihenfolge. Oh, ein Binärcode. Seltsam, da liked ein Talisman. Liked auch dieses Video. Mehr kann ich dazu einfach nicht sagen, Steve. Das Coole ist, dass du das irgendwie jedes Video sagen kannst, ne? Jedes zweite gefühlt oder jedes dritte. Also ich bin mir sicher, jedes dritte ist wahrscheinlich sehr akkurat, ne? Aber es kommt wirklich sehr oft vor. Wirklich sehr oft. Und da kann man auch nicht mehr sagen, oh, sie hat sich mal vertippt oder so, ne? Also wenn es einmal oder zweimal vielleicht auch vorkommen könnte, aber das ist schon das fünfte oder sechste Mal. Ja.
Wer legt so etwas neu hin? Also ich meine, so gesehen, dadurch, dass ich jedes Mal sage, liked auch diesen Part, kann man da eigentlich ganz gut einen Counter machen, ne? Also ja. wenn sich jemand dazu berufen fühlt, das ist jetzt welcher Part, Part 20 oder so, ich weiß es gerade gar nicht, genau. Dann kann er jetzt ruhig anfangen, noch einen Counter zu machen, also einen Like-Counter so ungefähr, ne? Ja. Wer liked denn sowas hier hin? Ja. Ist das ein Ausrüstungsgegenstand? Wo bist du gerade hin? Ich bin hinter dem Schrank verschwunden. Riecht nach Wein. Kannst ins Inventar gehen und gucken, ob du was... Oh, nein, das ist sehr hoch. Steve, das würde den Spielfluss stören. Ich muss erstmal hier den Raum fertig erkunden. Jetzt kann ich ins Inventar schauen. Talisman. Verhindert Giftzufuhr. Das klingt Mensch. Komisch, aber finde ich gut. Kannst du nach oben gehen? Kannst du da durchgehen durch die Fenster? Sind das Türen im asiatischen Stil? Junge, das... Siehst du? Na? Na? Wer ist der Babu? Fick dich, Steve. Er ist der Babu. Ich hab das Spiel durchschaut. Das heißt, unten sind nämlich auch noch solche Dinger. Ja, das bedeutet nämlich auch, dass wir unten anfangen. Es sieht halt einfach aus wie Fenster, Mann. Wie große Fenster. Sorry, aber ich denk mittlerweile nur noch wie ein Trash-Game. Und in Trash-Games sind sowas gerade mal Türen. Oh man, da will man mal jemand an den Rock fassen und schon bekommt man Ärger. Ja, das finde ich ziemlich unfair, dass man sowas nicht machen darf. Sexuelle Belästigung sollte doch erlaubt sein, oder? Was meinst du, Steve? Nein, sollte es nicht. Nein ist nein. 3 mal die 4, dann geteilt durch 3. Verdammt, das ist falsch. Ich frage mich, wieso ich hier eigentlich so Mädchen unterrichte. Vielleicht weil das ein, wie hießen diese Mädchenschulen noch gleich? Lyzenat oder sowas. Ich denke mir ja gerade schon wieder Wörter aus. Ich habe keine Ahnung. Lyzeum, oder? Lyzeum? War das Lyzeum? Das ist eine Mädchenschule. Junge, googel's doch einfach. Einfach Mädchenschule, Junge. Ich hasse dich. Ja, ja, ist schon in Ordnung. nur weil du wieder nichts kennst. Oh man, ja, sinnloser Dialog. Störe mich jetzt nicht, das ist eine echt schwierige Aufgabe. Ich bin ein Mädchen, falls ich das noch nicht erwähnt habe. Ein Lösungsbuch wäre jetzt nicht schlecht. Für Helden auf jeden Fall. Aber ich glaube, zu dem Spiel findet man keine Komplettlösung. Ja. Ach, wo habe ich nur meinen Kopf? Ach, ist bestimmt in meiner Handtasche. Weißt du, was direkt der dritte Link ist, wenn man eine Mädchenschule bei Google eingibt? Ein Artikel von Welt.de. Warum Schülerinnen in Mädchenschulen besser lernen, die Welt. Ja. Oh, hast du Interesse daran an einer Diskussion, ob man lieber nach Geschlechtern die Schule trennen sollte? Und ein siebter Link, ich finde, das ist auch erwähnenswert, jüdische Mädchenschule, Haus für neue Kunst und Esskultur, Berlin. Ich bin eigentlich eher beeindruckt, dass nicht die erste Seite schon voller Porno-Links ist, aber auf deinen Schultern vielleicht? Oh, sehr witzig. Ein Ausflug in das fliegende Klassenzimmer. Gibt's hier vielleicht sonst noch irgendwo Loot oder so ein Quatsch? Man weiß ja nie. Können wir Schüler beklauen? Vor allem diese Mülltonne, die da im Zimmer rumstehen. Die sieht richtig appetitlich aus. Etwas größer ist als ein Mensch. Als ein Mensch. Mit M-A-N-S-C-H. Ein Mensch. Ja, so musst du das in Zukunft immer schreiben. Als das goldene Zeitalter hereinbrach, schien... Das ist schon wieder alte Macht. Das ist wirklich alte Macht. Das ist so eine alte Macht. Wie gesagt, dieses Spiel ist. Es könnte zwischen letzte Schlacht der Elfen oder alte Macht sein. Es könnte aber auch schlechter als. Also, ja, schlechter als alte Macht sein, so ungefähr. Das kann ich bisher noch nicht so genau beurteilen. Ja. Hoch oben über dem Firmament, das wogende Licht auf das Anglitz der Erde. Wieso sprichst du so komisch? Weil ich ein Let's Player bin und wir Let's Player immer alle so komisch reden. Wieso das denn? Keine Ahnung, das machen wir nun einmal so. Und jetzt hör auf damit, du kleiner Schelm. Der gehört dir. 1303, was war da bloß? Der große Krieg oder der große Aufstand? Was meinst du, Steve? Die Frage ist ja, in der Welt oder in der... Wo? Also in dieser Welt? Okay, es war also der große Aufstand, was auch immer das für ein großer Aufstand war. Vor allem, es regnet im Klassenzimmer. Ja, wow, warum ist eigentlich Martin Sonic... Ich muss jetzt Martin Sonic gerade loben, ja? Warte mal, Steve, weißt du eigentlich, was das Schlimmste ist? Das hat das Spiel bisher noch nicht gemacht. Bisher war es eigentlich immer so, dieses Spiel hat doch mit Wettereffekten um sich geworfen. Hast du es jemals in dem Innenraum regnen sehen? Nicht. Steve, nach 20 Parts, ja,
hat es bisher noch nirgends geregnet. Das ist das erste Mal. Aber die Sache ist, dieses Spiel wurde eben nicht getestet und deswegen Fehler passieren. Manche davon auch Gamebreaker. Unsere Lehrerin ist weniger streng, viel mehr launisch und rätselhaft. Die Lehrerin gehört dann auf jeden Fall dir, weil launisch und rätselhaft, das gehört auf jeden Fall auch zu, das passt auf jeden Fall auch zu dir. Ich kapiere das Ganze irgendwie überhaupt nicht, oder weißt du zufällig, wie der alte Tempel des alten Volks hieß? Altes Volk? Ja, Mann, das alte Volk, das uns hier auf Nippon lebte. Auf Nippon, etwa Japan, oder was? Und wo sind die jetzt? Schon lange tot, man. So, hier, ja, da hat zwar noch mehr Quatsch, aber mal gucken. Keine Ahnung. Naja, nicht so schlimm. Und dann haben wir noch als Option, gibt es nicht vier? Ja, man, du hast recht, man. Es sind vier, man. Große Güte, man, man, man. Wie soll ich mir das alles merken? Bis auf, gehört zu regnen. Oh, schon wieder dieses Bloss. Wie oft hier schon wieder Bloss vorgekommen ist in dieser Schule. Ach, es ist die Hölle mit diesen Kindern. Eigentlich müsste hier stehen, es ist die Höhle mit diesen Kindern. Die Höhle, ja. Das war alles, was sie gesagt hat? Ja. Da hast du nochmal Glück gehabt, Steve, dass du heute ein bisschen weniger Sprechanteil hast. Aber nur heute. Irgendwann werden deine vier Superschulprotagonisten wieder auftauchen. Und dann werden wir die wahrscheinlich spielen, vielleicht sogar ein Feuer um Mitternacht. Oh, hoffentlich nicht. So, was haben wir hier? Einfach nur ein leeres Klassenzimmer, ohne Loot wahrscheinlich noch. Ein Buchregal und noch ein Buchregal. Habe ich wirklich noch nie gehört. Ein Bücherregal. Nein, da passt nur ein einziges Buch rein. Ja. Ich weiß. Da passt nur ein einziges Buch rein. Meinst du, hier waren wir noch nicht drin, oder was? Ja, sie ist nochmal nach oben. Ich suche, genau. So möchte ich in den linken Haus. Jetzt kannst du auch nach oben gehen. Genau, stimmt. Und links die Regale. Ja, mir gerade was aufgeschlossen. Hier kam gerade so ein Klickgeräusch von dem Schlüssel. Okay. Ich gehe erstmal woanders hin. Ich gehe erstmal nach oben. Wir haben ja einen Speicherpunkt, deswegen speichere ich jetzt erstmal noch einmal auf einem anderen Slot. Genau, nicht. Das heißt, ja, ich habe den Schlüssel nicht mehr. Das passiert ziemlich oft. Wo ist denn jetzt eigentlich die Toilette? Bisher haben wir noch keine Toilette in der Schule finden können. Ich mag den Lehrer nicht. Ich verstehe kein Wort von dem, was er sagt. A, B, C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, D, U, V, W, X, Y, Z und noch einmal A, B, C, Stop it! Und jetzt werden wir noch einmal das Alphabet durchgehen. Das Wut. Nein, nicht das Alphabet, sondern das Alphabet, Steve. Das Alphabet. Steve, ich schicke dich auch gleich auf die Alpen. Heißt das nicht Alphabet? Oh mein Gott. Wirst du wohl still sein und dich hinsetzen, ungebildeter Schüler? Aber ich bin noch kein Schüler. Was machst du dann hier? Ich rufe gleich die Polizei. Ich verbessere ihre Sätze und blamiere sie so vor der ganzen Klasse, richtig? Weil ich mache nämlich nie Fehler in diesem Spiel. Es ist wieso immer das Beste, wenn so ein Witz in so einem Spiel vorkommt. Ja, wirklich, also in dem Spiel, am besten sogar noch ein Spiel komplett voller Rechtschreibfehler und dann aber ein Rätsel, wo man Rechtschreibung korrigieren soll. So wie in Castle of Vampires? Ja. Dann ist endlich Pause. Ich will meinen großen Bruder sehen, wie der schon ganz kross ist. Schreiben ist so doof. Ich zeichne lieber Symbole in mein Buch ein, so wie die aus der alten Zeit. Sieht doch viel hübscher aus. Das ist denn auch Schreiben? Das Gekrackel. Übung macht den Meister. Dann üb mal schön. A, B, C, D, E, F, G. Steve, nicht du. Ja? Der Unterricht ist so langweilig. Es ist Elaine. Nein, es ist Alia. Elaine war nicht langweilig. Alia war immer langweilig. Alia, töte ihn endlich, Farodin. Du bist langweilig. Ich bin nur hier, weil es keine Hausaufgaben gibt. Das ist durchaus cool. Was machst du denn hier? Bist du hier neu? Okay, schon gut. Stell hier aber bloß nichts an. Das mag unsere Lehrerin überhaupt nicht. Bloss meine ich, bloss. Ey, wirklich ein Bloss-Counter wäre das Beste überhaupt. Es gab einst vier Tempel auf Nippon. Leider ist davon noch keiner entdeckt worden. Woher wissen wir denn, dass es vier sind? Woher wissen Sie dann davon? Sie haben alte Schriftrollen und Wandmalereien gefunden, auf denen alles aufgezeichnet wurde. Dass es Tempel gibt. Das wäre so, als würden wir als hätten wir keine Ahnung über unsere Vergangenheit und würden die Bibel finden. Und dann so, boah, da hat jemand einfach mal die Geschichte der Welt aufgeschrieben. Ja. Easy. So was? Interessant. Ich hätte nicht gedacht, dass unsere Vorfahren einmal aus dieser Gegend kamen.
Ja, Jesus kam, wurde auch in den USA geboren. Möchtest du vielleicht auch am Unterricht teilnehmen? Was unterrichten Sie denn? Ich lehre Theologie. Theologie? Das bedeutet ja Worldbuilding. Nein, Geisteswissenschaft. Das heißt Theologie erstmal nicht, nein. Ich lehre meine Klasse über die verschiedenen Religionen und ihre Hintergründe auf. Leider interessieren sich nur wenige Kinder heutzutage noch für solche Dinge. Aber die gute Mystery Lady, das ist ein äußerst gläubiges Mädchen. Also es gibt jetzt ganz offiziell jetzt hier Christentum. So wie das hier auch rübergebracht wird. Nein, Steve, es gibt höchstens Shiva-Tum. Bitte nehmen Sie mich, bitte, bitte. Von hinten. Hallo, mein Schatz. Meinst du mich? Natürlich meine ich dich. Findest du nicht auch, dass wir ein perfektes Paar abgeben würden? Das bezweifle ich doch stark. Ach, du bist so niedlich, wenn du dich aufregst. Moment mal, ich reg mich doch gar nicht auf. Ich bin nur der Meinung, dass... Ich geb's auf. Ich bin einfach ein Frauenschwarm. Ich frage mich, was meine Freundin... Das ist aber meine eigentlich gewesen. Ich frage mich, was meine Freundin wohl an dir finden mag. Ja, deswegen liest du sie gerade auch vor. Ich weiß es! Ich weiß die Antwort! Was machst du denn hier, mein Junge? Dies ist deine Schule und kein Freudenhaus, auch wenn ich gerade nackt bin. Was? Warum sagt ein Lehrer... Warum bist... Das wäre echt so geil, ja, wenn du so ins Klassenzimmer kommst. Warum bist du denn hier? Sollst du nicht in einem Freudenhaus sein? Ja, aber so haben so eine Schülerin, ne? So eine Blondine so... Was du eigentlich hier? Warum bist du nicht im Freudenhaus? Ja, du kannst es einfach zu beiden sagen und beide beleidigst du damit auf unterschiedliche Art und Weise. Ja. Es ist erschütternd, wie hilflos man selbst als Direktor sein kann. Was genau geschah hier denn? Es ging um ein junges Mädchen. Sie kam vor einer Woche mit Begleitung hier an und wollte in die Schule aufgenommen werden. Normalerweise nehmen wir nach dem ersten Halbjahr keine Schüler mehr auf. Aber in diesem speziellen Fall machte ich eine Ausnahme, denn sie war extrem hübsch. Wieso denn? Es ist nicht von Bedeutung. Big Boobs! Glauben Sie mir, auf jeden Fall benahmen sie sich recht unauffällig und schien auch im Unterricht gut voranzukommen. Nur wirkte sie anfangs recht isoliert. Allerdings fand sie recht schnell Freunde, vor allem männliche Freunde. Ich denke, sie war isoliert. Ja, sie war isoliert, bis sie Freunde fand. Ist doch logisch, oder? Ja. Das ist so geil. Ja, das ist halt der erste Tag in der neuen Klasse. Ja, am ersten Tag hat er sich halt allein in die Ecke gesetzt und war halt isoliert. Und am zweiten Tag hat er angefangen, sich mit den Leuten zu unterhalten. Ja, sie war so isoliert am einen Tag. So isoliert, dass es wieder regnet. Lassen Sie mich raten. Die drei Kinder, die man festgenommen hatte, hatten mit ihr eine Gangbang-Feier. Aber so ist es. Allerdings vermisse ich noch meine Lieblingsschülerin. Ihr Name ist Katrin. Sie gehörte zu den Besten ihrer Klasse. Und was hat es mit den Soldaten auf sich? Sind Sie sicher, dass sie hinter dem Mädchen her waren? Nein, leider. Ich habe keine Ahnung, wieso sie hinter dem armen Kind her sind. Sie haben nur nach ihr gefragt und danach das ganze Schulgebäude auf den Kopf gestellt. Dabei haben sie wohl die Kinder dabei erwischt, wie sie ihr helfen wollten. Wieso man sie allerdings dermaßen hart bestraft und sie mitgenommen hat, ist mir unverständlich. Zum Glück sind sie Waisen. Was hätte ich bloß sonst den Eltern gesagt? Wow, das macht es also besser, ja? Ja, natürlich. Deswegen muss es auch sofort wieder anfangen. Schularbeiten der Klasse G. Okay. Folgende Testfragen sind noch offen. Das alte Wissen, die geheime Schrift, die Legenden von Nord, die alten Tempel. Wow, hier gibt es Worldbuilding über das alte... Soll ich sagen, gucken wir uns aber im nächsten Part dann an. Ich denke auch, das gucken wir uns lieber im nächsten Part an. Halte ich ausnahmsweise mal für eine gute Idee. Wir sind auf jeden Fall gespannt, was es alles noch zu entdecken gibt und wir hoffen, ihr seid's auch. Und wir würden uns natürlich wie immer über einen netten Kommentar und einen Daumen nach oben freuen. Bis zum nächsten Mal hier bei Helden! Like das Video, Leute. Like das. Tschö, tschö.